war die neue Rubrik, die wir eingeführt haben. Das haben wir jetzt nur so am Rande, aber das ist quasi unsere kurze, schnelle Rubrik, um einfach nochmal gewisse Themen. Ihr wisst ja mittlerweile, dass wir auch gewisse Themen voraufzeichnen. Wir schaffen ja so einen Katalog an Rechtsthemen, jetzt mit recht interessant überhaupt auch über die letzten Jahre. Und das kurz und knackig soll quasi nochmal, das wirst du vielleicht nochmal ein bisschen zielgenauer sagen können, aber es soll auf aktuelle Situationen nochmal ein bisschen schärfer hinweisen können. Und in der Regel muss man auch sagen, veröffentlichen wir die Folgen dann auch ein, zwei Tage später schon. Ich glaube sogar einen hatten wir einen Tag später schon veröffentlicht. Ich glaube, der Rekord war morgens aufgezeichnet, genau. Abends veröffentlicht. Genau. Das war die Israel-Folge, meine ich. Nee, das war eine andere. Also ja, wir sind jedenfalls schneller. Vielleicht war das auch ZBO. Genau, ZBO war es. 128a ZBO haben wir auch einmal. Ja. Doch, das hast du schon ziemlich treffend zusammengefasst. Also es gibt manchmal Entwicklungen, da möchte ich einfach sehr, sehr schnell drauf eingehen, damit alle Bescheid wissen. Ja. Dazu ist der Podcast eigentlich das perfekte Medium. Ja. Wir können relativ schnell reagieren. Ja. Und das sind Themen, da möchte ich mich dann wirklich auf dieses eine Problem fokussieren. Genau. Und sonst... Ja, wir gehen inhaltlich nicht so auf den Redner ein. Genau, da steht eben nicht die Person im Vordergrund, sondern dieses akute rechtliche Problem oder rechtspolitische Problem, das sich da eben am Horizont abzeichnet. Und deswegen nehmen wir uns da, und da sind auch alle Gäste immer mit einverstanden, die finden das auch gut, sprechen wir nicht über den Anwaltsalltag, über irgendwelche Anekdoten, was ich sonst sehr liebe und was auch zu diesem Podcast dazugehört unbedingt. Ja. Aber ich finde bei kurz und knackig mal ganz kurz sagen, wo es brennt. Und wo es hingeht und wie lange es dauert und ob wir es löschen können. Ja. Das ist so die Intention. Eine ganz tolle Idee, ne? Von kurz und knackig, weil du brauchst auch nicht wirklich, jetzt gerade über Dokumentation, Hauptverhandlung, sind da brauchst du nicht eine Stunde 30. Ja. Da ist in Kürze gesagt, was daran nicht so gut ist oder was daran gut ist. Korrekt. Ja. Und ansonsten haben wir es ja diese Staffel gut geschafft, auch mal, was war die längste Folge? Ich glaube eine Stunde 45 fast, ne? Sind wir nicht ganz, also ich glaube eine Stunde. Ich glaube 1,30, oder? Ne, ein bisschen mehr schon. Ich glaube, wir sind auf die 1,40 zugelaufen. Also wir haben in dieser Staffel ungefähr die längsten Folgen produziert und das auch am Stück. Also, weißt du noch, welche das war? Nee, nicht mehr so richtig, aber ich sehe es ja im Schnitt dann immer, ne? Und wir beide reden uns dann ja kurz ab und sagen, Mensch, wir müssen es unbedingt mal ein bisschen runterkriegen, das ist einfach zu lang irgendwie. Aber ich sage ja auch immer zu dir, Chevy, die Leute hören sich das dann einfach in mehreren Schüben an, ja, in mehreren Etappen. Ich mache das auch so bei den Lieblingspodcasts, die ich höre, mache ich dann Cut und höre einfach einen Tag später weiter. Ne? Also ich kann nur sagen, meine Schuld ist das nicht. Nicht falsch. Weil ich höre den Gästen einfach wahnsinnig gerne zu, manchmal habe ich noch eine Frage. Ja. Und ich sehe ganz oft erst am Ende, Outro gesprochen, gucke ich auf den Timecode und denke mir, ach du ahnst es nicht. Ja. Na hoppla.